Heute schaue ich mir die Kamera des Nokia 6500 Classic an. Dazu gehe ich hier ins Menü und dann hier auf Medien. Das ist der Punkt hier. Und da habe ich dann unter anderem eben auch meinen Musikplayer, Klangregler, 3D-Klang und eben auch die Kamera. So. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen ranzoomen, damit man das Ganze auch besser erkennt. Ja, hier habe ich zunächst mal Optionen, und zwar kann ich auch ins Querformat schalten. Das Ganze sieht dann so aus, wobei ich das hier erstmal nicht empfehlen würde, weil viele Handys haben hier oben dann noch so einen Auslöser, damit ich das Handy wirklich wie eine Kamera halten kann. Das fehlt bei dem Handy, deshalb werde ich das Ganze lieber im Hochformat testen, dann lässt es sich besser halten. So, hier habe ich noch Blitz, Selbstauslöser, Effekte, Weißabgleich. Ich komme direkt in meine Galerie. So, dann habe ich hier nochmal weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar die Bildqualität, die Größe des Bildes. Und das Größte ist hier eben 1600 mal 1200 Pixel, also 2 Megapixel. Ich kann das aber auch kleiner stellen, wenn ich möchte. Wenn ich beispielsweise Platz sparen möchte, also nicht so viel Speicherplatz verbrauchen möchte. Ich kann auch für die Videoclips hier Einstellungen vornehmen, also die Länge der Videoclips, und kann sagen, ich möchte Standard oder Maximum haben. Und auch die Videoclip-Qualität kann ich hier einstellen. Bei der Videobildauflösung habe ich zur Auswahl 176 mal 144 oder 128 mal 96. So, da ist jetzt das Höhere ausgewählt, wobei das natürlich immer noch nicht wirklich viel ist und noch nicht wirklich ausreicht für ein qualitativ hochwertiges Video. So, genau, Bildvorschau, Dauer, Kamerageräusch, Standardtitel, wo ich Bilder und Videos speichere. Also das kann ich hier alles haarklein einstellen, was ja auch ganz praktisch ist. So, hier oben, hoch, hier oben sehe ich dann noch, ob ich im Kamera- oder im Videomenü bin. Jetzt gerade bin ich eben im Fotomenü und mache jetzt erstmal ein Bild. So, und das ist jetzt eben mein Foto. Ich sehe es nur relativ kurz. Jetzt ist es schon wieder weg. Ich hätte es eben auch löschen können. Ich kann jetzt aber hier sagen, vorheriges zeigen. So. Und jetzt kann ich mir das Bild nochmal anschauen. Und von den Farben her wirkt es irgendwie ein bisschen künstlich und es hat einen leichten Blaustich. Aber davon mal abgesehen, ist es auf jeden Fall scharf. Das mit dem Blaustich, das mag auch an der Beleuchtung hier liegen, die ja natürlich sehr, sehr hell ist, um diese Videos zu produzieren. Das heißt, das muss im Alltag nicht sein. Ansonsten ist es von den Farben her, ja, wie gesagt, es wirkt insgesamt ein bisschen künstlich, aber die Farben stimmen schon von der Richtung her zumindest. So, das werde ich jetzt aber mal löschen und dann werde ich hier in mein Videomenü wechseln. So, und hier habe ich dann auch noch mal ein paar Optionen. Mikrofon kann ich ein- und ausschalten. Ich kann auch hier ins Querformat wechseln. Effekte, Weißabgleich. Ich komme zur Galerie und ich komme auch zu den Einstellungen, aber da waren wir ja eben schon. Deshalb werde ich jetzt direkt ein Video drehen. So, und die Anzeige hier, das sieht so ein bisschen verzögert aus. Also, wenn ich meine Hand schnell bewege, dann ist es nicht so ganz hinterhergekommen. So, jetzt werde ich hier nochmal auf vorheriges Anzeigen gehen. Und dann sehen wir das Video hier, was qualitativ jetzt nicht unbedingt überzeugen kann. Also, klar, man erkennt es, aber es ist halt wirklich zum Teil unscharf, besonders bei schnellen Bewegungen. Das heißt, ich denke mal, professionelle Videos kann man damit nicht unbedingt machen, aber wenn man mal kurz zwischendurch was aufnimmt, dann mag das so reichen.